Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine Idee geben für eine Einladung zur Taufe und ich arbeite mit dem neuen Stempelset First Steps. Und das ist meine Einladungskarte, also ihr seht es schon, so schaut das Ganze aus. Und innen habe ich hier mit den Fußabdrücken gearbeitet. Und hier oben kommen dann noch die Daten hin, wann die Taufe ist, wo die stattfindet und ja. Ich finde dies ganz hübsch und mir gefällt die Farbkombination richtig gut. Und dann legen wir gleich mal los. Okay, und ich benutze die Karten und Umschläge in Flüsterweiß. Das sind so Sets, die schon fertig vorgefalzt sind von Stampin' Up. Mit einer Karte und eben dem Kuvert. Und als erstes falte ich mir das einmal nach mit meinem Papierfalter. Und so ist die Grundkarte schon fertig. Also wenn man viele Karten machen muss für irgendwas, ist das total praktisch, dass es das gibt. Und das gibt es eben auch in Vanille pur. Also das könnt ihr auswählen, Flüsterweiß oder Vanille pur. Dann habe ich ein Stück in Schiefergrau in dem Maß 12 cm x 8,2 cm. Ein Stück Flüstermaß mit dem Maß 11,3 x 7,5 cm. Und ein Stück Jade in dem Maß 11,3 x 7,5 cm. Wobei das würde in der Breite auch mit 3,7 ungefähr reichen. Das würde genauso gehen. Okay, und dann fangen wir jetzt an mit diesem Jade-Stück, denn das werden wir uns prägen. Und dazu benutze ich diese wunderschöne Prägeform mit den Schnörkeln. Ich glaube, die heißt auch schöne Schnörkel. Das lege ich mir jetzt hier rein und drehe mir das einmal durch die Big Shot. Immer beim Prägen nehme ich diese zweite obere Platte raus. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Und beim Stanzen lege ich die Platte wieder rein. Und dann nehme ich mir meinen Papierschneider und schneide mir diesen Streifen mal in der Hälfte durch. Wir brauchen nur einen Streifen dafür und man muss sich jetzt entscheiden, ob man diese geprägte Form im Negativen nach oben haben will oder andersrum. Und ich habe mir diese negative Form ausgesucht, die finde ich schöner. Okay, und dann können wir auch schon fast loslegen mit Aufkleben. Bevor ich das jetzt aber klebe, nehme ich mir noch die Stanze, die Sonnenstanze und stanze hier aus dem Schiefergrauen einfach noch eine Sonne aus. Das wird man nämlich nachher nicht mehr sehen und wir brauchen die dann auch gleich noch für unser Taufschild. Genau, und jetzt klebe ich mir einfach das Schiefergraue auf das Flüsterweiße und darüber das flüsterweiße Papier. Und das Ganze mache ich mit Flüssigkleber. Und dann klebe ich mir die Seite, die ich oben haben will, quasi auch noch an. Also auf die Rückseite kommt der Kleber drauf. Und dann habe ich mir noch einen Kreis ausgestanzt mit der 1¾-Inch Kreisstanze. Der kommt hier oben drauf und das wird jetzt gleich mal bestempelt. Als Stempelfarben nehme ich einmal Jade und einmal Sahara-Sand. Und als Stempelset zusätzlich benutze ich noch einmal die Segensfeste, dann nehme ich die Taufe raus und Einladung zur. Und Hoffe und Glaube, da habe ich diesen schönen Blumenstempel rausgenommen. Und natürlich aus dem Stempelset First Steps nehme ich mir einmal Hand und einmal Fuß raus. Das Einladung zur habe ich mir jetzt schon aufgestempelt. Das ist einfach ein Streifen, der ist ungefähr 0,9 cm und hat ungefähr eine Länge von 4,3 cm und den einfach an der Seite so abgeschrägt. Das habe ich jetzt schon noch vorbereitet von meiner letzten Produktion sozusagen und deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. Und ich fange jetzt an mit diesem großen Blütenstempel. Den stemple ich mir nämlich einmal auf mein Kuvert drauf. Dann nehme ich aber nur den zweiten Abdruck. So. Und einmal stemple ich mir den Hintergrund von meinem Kreis. Und dann nehme ich auch den zweiten Abdruck. Ungefähr so. Und dann stemple ich mir hier drüber die Taufe in Jade. Und dann stempeln wir hier innen rein noch. Heute feiern wir eines von Gottes wunderbaren Geschöpfen.
Diesen Spruch habe ich auch aus dem Stempelset Hoffe und Glaube. Und den stemple ich auch in Jade auf. Haben wir noch unsere Karten in den Seite. Wenn ihr das auf diese Seite stempeln wollt, weil ihr hier vielleicht einen größeren Text hinmachen wollt, dann müsstet ihr das machen, bevor ihr euch das vorne alles aufklebt. Und auch bei den Abdrücken für die Hand und für den Fuß nehme ich den zweiten Abdruck. So. Ja, und dann müssen wir uns das Ganze eigentlich nur noch zusammensetzen. Da klebe ich mir jetzt hier auf die Rückseite ein Dimensional auf. Da habe ich jetzt nämlich auch noch eins vorbereitet gehabt. Und das klebe ich mir jetzt hier unten so drauf, sodass man an der Seite noch das Weiße sieht. Und darüber klebe ich mir jetzt auch nochmal mit Flüssigkleber meinen Kreis, der jetzt einfach weg ist. Ah, hier. Mein Kreis auf. Und das Einladung zur, das klebe ich mir auch mit Flüssigkleber an. Wie gesagt, dieser Stempel ist auch in den Segensfesten drinnen. Und dann fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Glitzy und das war's. Mit ein bisschen Glitzy und schon ist die Karte fertig. Also das ist ganz praktisch, wenn ihr hier jetzt mehrere Karten machen müsst. Immer noch einen kleineren Glitzystein. So. Dann kann man das eigentlich relativ zügig machen und hat dann eine richtig schöne Karte, finde ich. Auf die Rückseite kommt dann noch mein Stempel, selbst gemacht in Babsis Bastelwerkstatt. Sahara Sand nochmal. Jetzt mit meiner neuen Internetseite. Habt ihr schon vorbeigeschaut? Die heißt jetzt www.babsisbastelwerkstatt.de und könnt ihr gerne mal stöbern. Genau. Also hier seht ihr schon mal drei Karten. Ich habe etwas mehr gemacht, dazu die passenden Kuverte, aber ich finde, die sind richtig cool geworden. Also mir gefallen die von der Farbkombination total gut. Ich lege es mal mehr in die Mitte, so. Und ja, ich glaube, die sind schon ganz hübsch geworden, oder? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.